Vor der Krise, bevor die Sparpolitik wirkte, konnte man noch behaupten, dass Sparpolitik gut für die Wirtschaft sei. Es war eine verbreitete Meinung. Aber nun haben wir die Erfahrung und wissen mit überwältigender Klarheit, dass Sparpolitik in der Tat bewirkt, dass die Wirtschaft schrumpft. Und das um weit mehr als nur 1:1 im Verhältnis zu den Kürzungen. Was heißt das für die europäische Wirtschaft? Es besteht ein deutlicher, klarer Zusammenhang zwischen Sparpolitik und dem wirtschaftlichen Niedergang. Mit jedem Euro, der durch Steuererhöhungen verdient oder wichtiger noch, durch Streichungen eingespart wurde, sinkt das Bruttoinlandsprodukt um 1,30 Euro oder 1,50 Euro. Und so schrumpften die Volkswirtschaften. Sie haben es also noch schlimmer gemacht. Ganz gewiss. Success Story meint, dass die Troika sagt, Griechenland sei eine Erfolgsgeschichte, oder? Ja, und hier stehen die Zahlen der Erfolgsgeschichte. 300.000 leere Häuser, 40.000 Arbeitslose und andauernd neue Steuern, 3 Millionen Unversicherte ohne Zugang zum öffentlichen oder überhaupt zu einem Gesundheitswesen, 50% Kürzung bei den Reserven der Pensionsfonds, 29% Arbeitslosigkeit, 60% Jugendarbeitslosigkeit. Ausverkauf der öffentlichen Güter, der Wälder und Küsten. 4.500 Selbstmorde. Was viele Menschen schwer verstehen und, wenn ich so sagen darf, was vor allem die Deutschen schwer verstehen, die Wirtschaft ist ein Kreislauf. Das Geld fließt. Sie kaufen von mir, ich kaufe von Ihnen. Meine Ausgaben sind Ihre Einnahmen. Ihre Ausgaben sind meine Einnahmen. Wenn man nun sagt, die Leute müssen weniger ausgeben, wenn jeder weniger ausgibt, dann sinken die Einnahmen. Wenn man also sagt, der private Sektor ist überschuldet, hier muss gespart werden und der öffentliche Sektor muss ebenfalls sparen, wem verkaufen wir dann noch etwas? Das kann nicht funktionieren, wenn es alle gleichzeitig machen. Wovon Paul Krugman da spricht, nennt man das Sparparadox. In einer Volkswirtschaft sind des einen Ausgaben immer eines anderen Einnahmen. Die Einkäufe der Haushalte sind die Einnahmen der Unternehmen und deren Lohnzahlungen sind die Einnahmen der Haushalte. Und die Steuern der Unternehmen und Haushalte sind die Einnahmen des Staates. Und umgekehrt sind alle Ausgaben des Staates Einnahmen für Unternehmen und Haushalte. Es können daher nicht alle gleichzeitig sparen, denn sparen heißt mehr einnehmen als ausgeben. Das geht nur, wenn andere mehr ausgeben als einnehmen und sich verschulden. Wenn also alle gleichzeitig mehr einnehmen als ausgeben wollen und niemand mehr Schulden machen will, dann sinken für alle die Einnahmen und die Wirtschaft schrumpft. Das nennen Ökonomen das Sparparadox. Und genau das ist in den Krisenländern passiert. Warum wird es angesichts der von Ihnen genannten klaren Belege trotzdem gemacht? Deutschland schaut auf seine eigenen Erfahrungen und sagt, nun, wir haben unsere wirtschaftlichen Schwierigkeiten der späten 90er mit dem Sparprogramm von 1999-2000 in den Griff gekriegt. Und nun geht es Deutschland gut. Warum können es die anderen nicht genauso machen? Die Antwort ist, in Deutschland ging das nur gut wegen der hohen Exportüberschüsse. Und die waren nur möglich, weil es einen schuldenfinanzierten Boom in Ländern wie Spanien gab. Und nun sagt Deutschland zu Spanien, macht es wie wir, aber wir werden nicht tun, was ihr gemacht habt. Deutschland blickt nur auf seine eigenen Erfahrungen und denkt, dass Sparpolitik funktioniert. Doch es kommt auf den Kontext an.